Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist ein ganz besonderer Hike. Es geht zum Kepler Trick Track. Water Taxi wird jetzt genommen hier, ne? Kostet $50 hin und zurück, also $25 hin, $25 zurück. Da spart man sich die ersten 2 Stunden, die wirklich langweilig sein soll zum Gehen. Ansonsten geht der Track, glaube ich, so um die 25 bis 30 Kilometer jetzt. Also wir haben ordentlich was vor uns, den ganzen Tag. Und wir gehen auf dieses Boot und werden da jetzt hingebracht. Ich bin gespannt. Ich nehme euch wieder mit, wie immer. Und wir sehen uns gleich. Ciao. Meine Freunde, wir sind angekommen und jetzt geht es ganz normal weiter. Gewohnte Umgebung, bisschen Jungle-mäßig angehaucht wieder und das geht jetzt, glaube ich, 4,5 Stunden hin. 2000 Meter Höhe sollen es ungefähr sein. Schauen wir uns das Ganze mal an, ne? Ich filme. Wow. Also, kleines Fazit. Ich glaube, wir gehen jetzt schon 1 Stunde oder so. Ja, ne? Und es ist nur bergauf. Nur bergauf. Und das wahrscheinlich für die nächsten 3 Stunden. Safe noch. Wow. Also, wir werden sehen, wie kaputt ich da oben ankomme auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall nicht ohne. Phew. Ach ja, und mit ganz viel Glück können wir endlich ein Kiwi-Bird sehen. Mit ganz, ganz viel Glück. Das wäre so geil. Kiwi-Bird. Das wäre jetzt hier auf jeden Fall nochmal mein Traum, 100%ig. Verrückt, ey. Und dann dieser View. Uiuiui. Das ist richtig anstrengend. Richtig, also meiner Meinung nach, keine Ahnung. Ich habe aber auch jetzt lange nichts mehr gemacht, außer 2-3 Walks in den letzten Tagen. Aber davor habe ich halt die ganze Zeit gearbeitet. Gar nicht hiken gewesen. Das geht schon richtig auf die Pumpe jetzt, ne? Verrückt. Aber es ist wert mal wieder. Hol dein Handy raus. Komm. Hier sind 3 Stück. Echt? Guck mal, die sind hier direkt neben mir. Ich süße. Unfassbar, ey. Die sind riesig. Ja. Leider nicht. Aber es werden ganz viele oben sein. Echt? Ja, ja. Guck mal, hier sind 3 und die haben eben die ganze Zeit vor mir gechillt, ne? Guck mal, hier 3 auf einem Haufen. Oh. Siehst du? Ah,
So, meine Freundchens, habt ihr das eben gesehen? Was für wunderschöne Tiere, ne? Unfassbar. Da bin ich selber so sprachlos gewesen. Ich habe bestimmt gerade einfach 5 Minuten gefilmt. Und schaue ich mir irgendwann dann mal in Ruhe an. Und dann gucke ich mir das nochmal von genau betrachtet an. Und für euch und für mich mache ich dann so den besten Clip rein natürlich. Wow. Guckt euch das an. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da im Hintergrund ist alles Meer oder Lake. Eher Lake. Eieiei. Ich weiß nicht, wie lange man hier schon hochläuft, aber ich glaube, man hat da wenigstens ein bisschen was erreicht. Und jetzt ist auch Pulli-Zeit gleich, weil ich bin voll geschwitzt und der Wind ist richtig frisch und bläst einen durch die Nieren. Ne? Jetzt muss man aufpassen, aber guck mal. Hoppa! Licht am Ende des Tunnels. Luxmore hat 45 Minutes. Ja! Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Guckt euch das an. Schön. Oh! Uiuiui. Ui, ui. Guck mal. Und deswegen macht man das, ne? Weil das einfach nur geil ist. Diese Views. Richtig nice. Ich zeige euch gleich mehr. Ja, Mann. Pulli. T-Shirt ist durchgeschwitzt, also komplett von vorne bis hinten. Ich nehme immer meine Mütze mit, wenn es auf den Berg geht, weil hier oben kommt man erstmal meistens verschwitzt an. Zweitens pfeift der Wind einem in die Ohren. Ist nicht so nice, deswegen Mütze prepared. Und dann you enjoy, ne? Kann man sich schon wieder nicht ausdenken, wo man lebt, oder? Ist das nicht schön? Und von da kommen wir. Ternau. Von da sind wir mit dem Boot gekommen. Da steht unser Auto. Und da kriegen wir wahrscheinlich noch einen Strafzettel, weil wir da eigentlich 120 Minuten parken dürfen. Wir sind aber den ganzen Tag unterwegs. Wir sind aber zu spät heute Morgen losgefahren. Aus diesem Grund kriegen wir wahrscheinlich ein Ticket. Erstmal ein geiler Weg hier natürlich. Dann ein kleiner Lake. Schön hier oben drauf. Herrlich! Leute, ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Es sieht so krass aus. Ich weiß wirklich nicht, ob man das annähernd auf Kamera drauf hat. Wie krass es aussieht. Ich gucke mir das auf jeden Fall später an, wenn ich das Video schneide. Was ich auf jeden Fall auch nochmal loswerden wollte, ist, dadurch, dass ich die ganze Zeit unterwegs bin und irgendwie irgendwo meine Videos zusammenschneide, wo es gerade mal so kurz passt, wo ich kurz auch Batterie habe, weil ich kann nur schneiden, wenn ich das MacBook angeschlossen habe an der Steckdose. Das heißt, unterwegs keine Chance. Das heißt, ich bin jetzt immer in Bibliotheken. Kostet natürlich auch viel Zeit. Ich mache es aber sehr, sehr gerne, weil dieses Tagebuch, das werde ich nie vergessen. Das bleibt einfach online und es wird auch nicht verloren. Und ich kann leider auch nicht auf 4K aufnehmen. Ich würde so gerne mal ein paar Aufnahmen. 4K würde ich gerne mal reinspettern. Aber das schafft auch das MacBook leider nicht zu rendern. Dann würde ich nie zum Schneiden kommen. Aber ich hoffe, es reicht aus. Ich bin auf jeden Fall soweit zufrieden. Und da, wo wir uns jetzt hier gerade befinden, das sieht geistesgestört aus. Leute, das ist hier der Hut,
Leute, das ist hier der Hart. Einfach unfassbar mit dem View. Unfassbar. 10-mal besser als der letzte Abend. Unglaublich. Aber wir schnacken es mal ab, ne? Mount Luxmore. Hart. Und das sind die Keas, die wir eben gesehen haben, die auch im Video sind. Und hier steht auch immer Watch out for Kea. Das sind so diebische Vögel, ne? Die machen wirklich dein Backpack auf und so weiter und so fort und schnappen sich auch einfach Essen draus. Die kennen da keine Gnade, gar nichts. Bah!